Fühlt sich ja so hart an hier. Das ist ausgesprochenes Eierklima. Wieso zieht sich auf harten Eiern? Du bist in Ohnmacht gefallen. Was? Und zuerst habe ich ja versucht mit der Brause, mit heißem Wasser, und mir ist es gelungen mit dem eiskalten. Dann bist du jedoch wieder in Ohnmacht gefallen. Und dann hatten wir beide die Idee, dich auf diese Eier zu sperren, damit du aufwachst. Was? Nein, nicht noch einmal. Leute, jetzt weiß ich auch, warum ich umgekippt bin. Mein Chef ist hier. Was, dein Chef? Dein Chef? Ja, mein Chef ist hier. Sagen Sie, drei Kinder später für eine Stunde. Die Rezeption kann ich übernehmen. Sie werden doch wahrscheinlich ein Rendezvous mit der Reisebüro besitzen haben. Noch nicht, das werden Sie sich von einem dramatischen Boot heranladen. Casanova. Natürlich war ich das. Danke. Guten Tag. Hallo? Was heißt denn hier Hallo? Hallo heißt dies jemand, um den Sie sich zu kümmern haben? Denkste. Was heißt denn Denkste? Denkste heißt, dass sich hier niemand ist, der sich um Sie kümmert. Hallo? Bitte, klopfen Sie nicht herum. Das ist die Rezeption des anständigsten Hotels der Welt. Und kein Balkon. Das glaube ich Ihnen nicht, dass das hier überhaupt ein anständiges Hotel sein soll. Warum? Weil Sie hier der Chefportier sind. Irrtum, das ist gar ein sehr anständiges Hotel. Und wissen Sie auch warum? Nein, warum? Weil sowas wie Sie hier als Gast nicht in Frage kommt. Adieu. Sagen Sie mal, Sie wissen wohl nicht, wer ich bin und warum ich hier bin. Nein, und ich möchte es auch gar nicht wissen. Sie werden es erfahren, wenn ich es Ihnen zeige. Das halte ich für ausgeschlossen. So, und jetzt möchte ich, dass Sie mir sofort erklären, warum Sie meinen Mitarbeiter vom Reisebüro, warum Sie meinen Mitarbeiter vom Reisebüro unbedingt aufhalten und hier herlocken wollen. Was geht Sie das an? Schließlich bin ich doch hier der Besitzer des Hotels, nicht wahr? Und Sie können hier eindeutig keine Befehle erteilen. Dann werde ich mich eben bei der Polizei bei Ihnen beschweren. Wissen Sie, was mich das kostet? Hoffentlich Ihre Stellung. Nein, einen Lacher. Ihnen wird das Lachen schon noch vergehen. Hahaha. Stoßen Sie hier keine düsteren Prophezeiungen aus. Übrigens, Sie können sich mit meinem Mitarbeiter unterhalten, denn. Was? Bin jetzt privat. Mensch, wenn ich bloß wüsste, ob Eva das auch alles mitgekriegt hat. Das ist mir völlig egal. Ja, und ich möchte jetzt endlich mal etwas zu essen bekommen. Mein Schatz. Verfolgungswahn. Ja, woher soll er denn wissen, dass du hier... Herein. Guten Tag. Ich hätte eine Bitte. Was kann ich für Sie tun, mein liebes Kind? Ich wollte Sie fragen, ob ich hier einen Balkon benutzen darf, mit dem ich gern nackt Sonnenbaden. Aber selbstverständlich darf ich noch Benefizien beim Öffnen. Danke. Ich muss da mal zu meinem Kumpel Beans und den Bus reparieren lassen. Ja, gut. Hoffentlich habt ihr auch eine Chance zurückzukehren. Ich werde inzwischen hier bleiben und gucken, was ich hier machen kann. So, war das nun alles, was ich brauche? Eigentlich schon im Moment. Ihre Terrasse ist ja schick. Und so ein gemütliches Bett. Ja, natürlich hat es das. Wenn Sie mich jetzt entschuldigen, ich muss zurück ins Zimmer. Okay, gehen Sie durch mal. Anton! Anton!
Ja, was ist denn Baldinos? Ja, was soll denn schon sein? Ich wollte dir nur fragen, wo Itzer Helfer steckt. Der ist losgegangen und bei seinem Kumpel Blito, oder wie der heißt, seinen Bus zu reparieren. Gut. Ich gehe da mal los auf die Terrasse. Na, sehr lustig. Willst du mich da allein lassen? Du kannst ja mitkommen, wenn du willst. Nein. Nein, danke. Das ist zu viel Aufsehen erregt. Das. Okay, dann gehe ich mal als Frau Himmelreich auf die Terrasse. Bye, bye. Das wird kein gutes Ende nehmen. Ja, servus. Hallo. Läuft bei dir alles perfekt? Jawohl. Und bei dir? Auch. Leider musste ich euch gehen, dass ich eine Zwillingsschwester habe. Oh ja. Moment mal, was? Du hast damit ja alle verraten. Nein, habe ich nicht. Ich habe nicht verraten, dass mir Inspektor Grassinger heimlich helfen wollte. Gut. Lass uns den Plan weiter ausüben. Ich gehe weiter bewachen und du gehst wieder in die Telefonzentrale. Ja. Hier ist Schlosshotel Felden weiß nicht, irgendwas Bach. Was? Wer spricht da? Was? Der Herr Inspektor Wiesinger? Aber Polizeichef, warum rufen Sie mich an? Ich bin doch die Telefonistin hier. Ja, natürlich weiß ich das. Um genau zu sein, rufe ich aus genau diesem Grund an. Ja. Aha. Du hast eine verdächtige Frauensperson gesehen, die ist Richtung Terrasse gegangen. Wie sah sie aus? Was? Ja. Dann halt nur weiter Ausschau nach hier. Ich mach mich auf den Weg zum Schlosshotel. Ja, vielleicht ist auch noch eine Chance. Ich muss hier zu Fuß fahren. In 2 Stunden werde ich da sein. Was? Ja. Aber, na gut. Suche das ganze Hotel ab nach dieser Frau Himmelreich. Wenn die wirklich eine verdächtige Frauensperson ist, muss sie hinter Gitter. Vielleicht ist es ja sogar ein Mann, der sich verkleidet hat. Was? Ja, dann sag mir doch mal deine Idee. Tja, Herr Inspektor Wiesinger, wenn ich kombiniere, könnte einer von den Geflüchteten doch diese Frau Himmelreich sein. Habe ich nicht recht? Gut. Ja, wir werden weiter auch schon nach hier halten. Hoffentlich ist er bald mal da. Denn langsam spukt's. Ja, ich fahr da mal zu der Zwillingsschwester. Hä? Oh. Was der Furchtbar ist das? Also, das sind doch alle verstreut. Wer hat denn da so verschmutzt? Die letzte Telefonistin oder was? Ja? Schon wieder sie? Ja. Das ist das Gewinn. Sende Aufnahme an Rezeption. Ja? Hier Schlosshotel Felden. Können Sie bitte feststellen, von wo der Anruf kommt, der soeben bei uns läuft? Was? Ja, natürlich kann ich das. Was? Polizeistation. München, in der Nähe von München, also genau zwischen München und diesem Hotel hier. Naja, das kann dann nur der Inspektor Grassinger sein. Ich muss jetzt warten, bis Herr Fuldi wieder da ist. Und dann muss ich es ihm sofort erzählen. Denn das darf nicht sein. Ist ja schön hier, nicht wahr? Mhm.
Nähe der Polizeistation. Aber sagen Sie lieber, mögen Sie mich eigentlich? Aber natürlich, das wissen Sie doch. Ich meinte, können Sie sich vorstellen, es ist schwer, Worte zu finden. Jedermann weiß, was ein Mensch nur tun kann, weil es immer nur geben kann, was gehen und essen kann. Es gibt verrückte Leute. Damals noch nicht, aber heute. Jeder Mann weiß, wie blöd ein Mensch sein kann. Man braucht nur die gescheiten Leute, denn die gibt es noch, gibt es nicht, fast nicht mehr heute. Fast nicht mehr heute. Fast nicht mehr heute. Nachdem wir hier als die Klugen, doch bald sind wir abgetrogen, sind wir am End, dann bedeutet den Untergang der Welt. Es gibt da nur noch junge Leute. Es ist nicht mehr so wie früher heute. Alles ist verrückt geworden. Ich kann es nicht verfleugnen. Jedermann hat eine Ahnung, was man denken kann. Man hat immer eine Wahl, das Richtige zu tun. Mag auch mal die Dummheit ruhen. Es wird niemals lange dauern. Da wird die Dummheit wieder zuhauen. Ja, servus, dürfte ich fragen, wo Sie jetzt hin wollen? Ja, hinauf die Terrasse. Hinauf die Terrasse natürlich, mein junger Mann. Ja, aber ich bin sicher älter wie Sie. Ich bin schon 50. Ja, aber ich bin über 30. Was will man denn da machen? Seit wann rennt Sie denn so ähnlich wie ich? Ja, sie haben mich angesteckt damit. Du mir leid, aber die Terrasse ist leider gesperrt. Ja, aber warum denn? Ja, weil die Terrasse erneuert werden muss. Also die Terrasse muss erneuert werden? Ja, da hat keiner mehr Zutritt. Das weiß ich nicht, wie lang. Ihr könnt keine Ausnahme machen. Ich meine, können Sie keine Ausnahme machen? Na, das geht leider nicht. Die muss erneuert werden. Jetzt ist die ganze Terrasse angerissen. Die wird wieder aufgebaut. Sie werden dann benachrichtigt. Ja, aber ich bin ja doch nicht mehr so lange da. Ja, aber natürlich sind sie das. Hab ich ihnen noch nicht gesagt, dass sie eingeladen werden von der Hotelbesitzer, der hat auf jeden Fall gesponnen. Wie ich gesagt habe, dass die,
dass die Terrasse gesperrt ist, weil er wollte mit ihnen auf ein Boot fortgehen. Und dann habe ich ihm den Vorschlag gemacht, er kommt mit ihnen ein Rendezvous haben. Aber ein Rendezvous? Nein, ein Rendezvous brauche ich nicht. Vielen lieben Dank, aber ich brauche keine Rendezvous. Ja, aber natürlich brauchen Sie eins, Frau Himmler. Nein, ich brauche keins. Ja, aber kommen Sie, ich lade Sie ein. Okay, aber nur kurz. Ja, nur eine Stunde. Was? Eine Stunde? Nein, nicht eine Stunde. Nein. Ja, aber geht sie doch mit mir, die Frau, das wird ja schön. Und da gibt Essen. Essen? Oh ja, das wir bleiben so lange dort, bis ich alles aufgegessen habe. Ja, aber natürlich, gnädige Frau. Natürlich bleiben wir so lange dort. Jetzt komm's, wir gehen in die Kellerbar. Ja, in die Kellerbar, natürlich. Ja, der Hotelbesitzer ist schon ein super Typ. Der überredet alle. Sogar seit der Frau, die Reisebürobesitzerin, Frau Himmelreich, hat er überredet, dass sie mit ihrer in die Kellerbar geht. Ja, also einen besseren Typen wie unseren Herrn Hotelbesitzer kann es nicht mehr geben, die sagen. Oder wer möchte was anderes behaupten? Derjenige ist ein Doofel. Hm? Hm. Haben Sie denn das Kleid versteckt? Ist da irgendjemand? Hallo? Ich meine, ist da irgendjemand? Hallo? Hallo, ich habe mich hier nur ein bisschen umgesehen. Auf Wiedersehen. Oh, aber warum gehen Sie denn? Bleiben Sie doch noch ein bisschen da. Sie sind eingeladen. Ach, nicht. Ja, dann gehe ich wieder. Ach, verzeihen Sie. Ich bitte her, dass ich hier so formlos ein... Chef. Ich weiß, dass ich momentan nicht momentan ist. Aber ich wollte ja Sie sprechen, Fräulein. Fräulein? Wie bitte? Natürlich. Was wollen Sie? Ich möchte, dass Sie mir ein Rendezvous mit Ihrer Chefin arrangieren. Mit meiner Chefin? Ja. Tja, ich weiß nicht. Oh, es wird ihr nicht schaden. Aber Sie müssen mir versprechen, dass die ganze Angelegenheit unter uns bleibt. Natürlich. Oh, es handelt sich um ein geschäftlicher Angelegenheit. Ah ja, ein Angestellter von mir, ein gewisser Paul Först. Nein, der Paul Förster ist der andere. Mein Ersatzsekretär. Ein gewisser Anton Buller. Ha? Sie kennen ihn? Ja. Natürlich ist er immer gleich gekleidet wie Sie. Dürfte ich fragen, warum Sie eigentlich so kurze Haare haben? Autos haben keine Haare. Ich meine, warum Sie vorhin mit meiner Stimme gesprochen haben, das würde mich interessieren, warum Sie Dr. Buller so ähnlich sind. Das ist das, dieser Lack ist der letzte Schrei und manchmal habe ich einen Stimmbruch. Wow, ein Stimmbruch bei einer Frau, das habe ich ja noch nie erlebt. Dieser Ochse bekommt eine Halserhöhung, wenn sie mir ein Rendezvous mit Chefin arrangiert. Ja, na gut, das ist schon erledigt. Ja, natürlich. Gut, auf Wiedersehen. Adieu. Ja, wegen Fingers. Ja. Ja, still. Ich bitte alle mal in einer Reihe auf. Yay.
dann kann da auch lieber Sänger mal ordentlich durchgehen. Yeah. Du. Was wollt ihr lieber hören? Deutschen oder englischen Song? Englische! Na gut, wird's sein muss. Hello friends, I'm in here and sing for you. And I hope you like me. That is so really good. I can dance, I can sing, I can play the saxophone, and I can play the drum, and I can play, I don't know, I can play the piano, no, but I can sing in English and in German. Yes, oh yeah. Why you are here, my friends? We want to hear you, will you sing? Thanks for your come. And now it's an hour and I must sing the next song. Now it's a German song. Yes. Ich bin eigentlich ein schicker Typ. Was will man denn anders von mir? Ich glänze golden und bin bescheiden und trinke kein Bier. Ich bin nicht verrückt, ich bin kein alter Mann. Ich bin nicht 95, nein. Ich bin keine 70, keine 60, 50, 40. Ich bin 30, ja, ich bin 30. Was wollt ihr hier von mir, denn ich bin erst ein 30 Jahre altes Auto eigentlich. Was? Eigentlich? Ja, ich bin erst 30 Jahre alt. Was gefällt euch an mir? Sing ich denn so schön? Oder ist das nur ein Klöm? Den habe ich verstanden. Ein Klöm. Den haben wir alle verstanden. Hältst du für Loser oder was? Nein. Ich halte euch nicht für Loser. So, da wären wir, gnädige Frau. Oh je, wir haben ja das erste Lied verpasst. Oh du meine Güte. Ja, aber das nächste Lied hören wir. Ja, aber natürlich hören wir das. Guten Abend, gnädige Frau. Das ist ja der Chef von Anton. Was? Hallo, ich bin Frau Himmelreich. Ich weiß. Ihre Sekretärin hat uns ein gemeinsames Rendezvous arrangiert. Was? Nein, ich bin mit dem Hotelbesitzer hergegangen. Was, Sie wollen mir als Konkurrenz darstellen? Ja, das... Nein, keine Streiterei. Ich bin mit ihm hierher gegangen und Sie verschwinden es. Sie. Weg. So. Der Hotelbesitzer will also mit der Frau Himmelreich tanzen. Das werde ich dann mal ordentlich durchkreuzen. Mann, oh Mann, warum haben Sie denn das Singen schon so früh gestartet? Das tut mir leid, aber nur keine Sorge, jetzt kommt ja schon der nächste Sänger. Und der singt auf jeden Fall besser als ich. Was haben Sie denn eigentlich gesungen? Einen englischen und einen deutschen Song. Der englische war irgendwie länger. Aha. Kommen Sie, gnädige Frau. Ja, natürlich. Mensch. Worauf habe ich mich da nur eingelassen? Naja, ich bin da mal weg. Gut.
Nächster, bitte. Riesige Frau, da kommt ja schon der Nächste. Komm, sie wird tanzen. Ja, ja. Ja, wir tanzen alle, ja. Auch ich tanze und ich und ich und ich und ich und ich. Oh, ja, bitte, hatten Sie denn eine Dame? Sie ist ja Idiot, sie. Was? Das ist eine Frechheit. Sie, Herr, sie. Was haben Sie gerade zu mir gesagt? Nein, zu diesem Herr. Das ist eine Dame, sie. Nein, Sie haben mit meiner Stimme geredet. Das ist ein Herr. Das bilden Sie sich ein. Und nun verschwinden Sie. Sie haben mir keine Befehle zu erteilen, Sie kleiner Sie. Ich werde Sie schön platt hauen. Ich bin der Besitzer des Hotels. Wollen Sie vom Hotel fliegen? Entschuldigung, das habe ich nicht gewusst. Nick Würmgut, bitte. Und das zu dieser Frau hier habe ich auch gerade nicht gesagt, klar? Gut, aber nur wenn Sie abhauen, verzeih ich Ihnen. Und Sie nehmen es zurück. Ja, natürlich. Natürlich, alles zusammen. Ich haue ab und ich nehme es zurück. Tschüss. Gut, gnädige Frau, da kommt ja schon der nächste Song an die Reihe. Um genau zu sein, der nächste Sänger. Hallo, Freunde. Was steht heute am Plan? Hallo, Freunde. Ihr seid wunderbar. Schick gekleidet, auch wenn Autos das nicht können. Seid ihr verkleidet wie ein Bom, Bom, Bom. Und ich bin allerdings ein guter Sänger. Mit der Kalade von der alle Flänger. Ich bin so ähnlich, wie ihr es wollt. Aber das ist nicht, was ihr wollt. Ihr wollt Musik. Musik bringt die Herzen auf die Natur. Aber nur, wenn man Musik hört. Musik. Musik. Ja, Musik ist wunderbar. Das ist jeden, der es gern hört, klar. Und dann noch dazu. So. Und in den Sand ein Dessert und der Keller kommt daher. Und das alles mit einer bestmöglichen Methode. Alles ist dann einfacher, wenn man Musik hört. Musik ist gut, Musik ist toll. Schlager, Pop und Volksmusik. Hört alles an, weil es sowas im Leben nur einmal geben kann. Yeah. Musik bringt die Herzen in die Natur. Aber nur, wenn man Musik hört. Es ist egal, was ihr hört. Solange euch die Musik nicht stört. Nehmt bitte meinen Tipp an, weil es Musik nur einmal geben kann. Ich hole ein Glas Wein vom Kellner ab, denn der Kellner macht heute wieder Maschinen. Und das ist danach auch. Hallo, kommen Sie mit. Es gibt eine Spezialbestellung für Sie. Eine Spezialbestellung für mich? Ja, eine Spezialbestellung für Sie. Folgen Sie mir bitte, gnädige Frau. Naja, ich muss mal kurz. Hey, aber. Und wo ist die Spezialbestellung? Kommen Sie mit. Ja, aber was soll denn das? Das ist jetzt genug. Ja, bitte lassen Sie mich sofort in Ruhe, Sie. Worauf habe ich
mich da nur wieder eingelassen. Aber nein, mit mir zu tanzen ist doch viel aufregender als mit diesem Idioten da. Schließlich bin ich Reisebürobesitzer. Das ist mir wurscht. Sie verschwinden sie. Weg, weg, weg. Denn der Keller fehlt dem Hotel. Sonst brennt das Licht nicht hell. In der Kerze des Kellners brennt ein Licht wie das vom Erz. Denn der Kellner ist ein voller Depp, wie der Ludwig, der Kaspar und der Sepp. Denn ich bin auf neuestem Stand, unser Kellner ist als Blödling bekannt. Servus. Aber was fällt Ihnen ein, Sie? Oh, was sind das dann? Soll ich ein passendes Lied dazu singen? Na, wenn Sie wollen. Ich finde Ihre Musik unterhaltsam. Da ist ein Mann, der hat gerade eben einen anderen verletzt. Was? Ja, aber das ist doch... Sie sind ein Mann? Ja, aber natürlich nicht. Das ist ja nur eine Perücke. Sie. Wenn ich sie nun in die Finger kriege, sie... Leute, ich muss weg. Hey, kommen Sie sofort zurück. Ja, aber wem sagen Sie das? Die holen wir uns gemeinsam. Das ist ja der beste Freund meines Mitarbeiters. Ach so, den hol ich mir. Ich bin dabei. Ich würde sagen, jetzt ist das Singen vorbei. Natürlich, Sie Idiot. Ich muss jetzt aufhören mit dem Singen, weil gerade jemand verletzt wurde. Kann bitte mal irgendjemand die Polizei rufen und zugleich den Krankenwagen, den Notarzt, irgendwen eigentlich? Ach, das dachte ich mir, dass das wieder keiner tut. Typisch. Ja? Herein! Na, nun benimmst du dich auch einmal auch wie eine Dame? Tür zu. Mein Chef war hier. Was? Dein Chef? Ja, ich habe mich als Dame ausgeben müssen. Zum Glück hat es nicht bemerkt. Und wie sieht es bei dir aus? Alles gut. Der Bus ist wieder repariert. Wir können fahren, sobald Baldinus hier ist. Hatschi! Lauter verrückte Leute. Das haben wir ehrlich gesagt kommen sehen. Mein Chef ist hier gewesen und hat geglaubt, ich bin eine Frau, also muss ich mich als Frau ausgeben. Er hat mich darum gebeten, ihm ein Rendezvous mit dir zu arrangieren. Das, ja, und er war auch dort, wollte mit mir tanzen und am Ende haben sie herausgefunden, dass ich ein Mann bin. Was? Oh nein, ich habe meinen Bus repariert. Hau mir ab. Ja. Dein Chef und der Hotelbesitzer sind hinter mir her. Was? Nicht wie weg hier. Ja, lasst uns abhauen. Darauf. Hallo. Seid ihr der Hotelbesitzer? Nein, der Hotelbesitzer ist gerade nicht da. Okay. Wo wohnt diese Frau Himmelreich? Zimmer 28. Dort oben. Danke. Und wo ist der Telefonraum? Ich meine die Telefonzentrale? Da drüben bitte. Okay.
Polizeichef? Ja, ich bin da. Und bin gerade drauf und dran, diese Verbrecher zu verhaften. Diese Frau Himmelreich ist schon so gut wie im Gefängnis. Nun, das will ich schwer hoffen. Denn gerade hat es ein ungutes Ereignis gegeben. Immerhin ist jetzt auch der Hotelbesitzer hinter Frau Himmelreich her. Denn in Wahrheit ist es tatsächlich ein Mann. Und zwar der geflüchtet ist. Was? Ja, das hat der Chef gerade durchgegeben. Der Hotelbesitzer. Okay. Ich gehe dort sofort hinauf. Okay. Ja, dort war ich schon oben. Gut, gehen wir dorthin. Da! Halt sie her! Hallo, Dr. Buller. Lieber Dr. Buller. Mein ganz besonders lieber Dr. Buller. Lasst uns sie abbauen. Schnapschen! Weiter! Bleiben Sie stehen! Wo wollt ihr denn hin, Dr. Buller? Hey, komm sofort zurück. Entschuldigen Sie bitte. Ja. Was? Halt! Sie da! Bleiben Sie sofort stehen! Ich bin eine Behörde! Tut mir leid, Sie Waschlappen. Sie haben hier keinen Platz für Polizisten. Das ist jetzt aber genug. Bleiben Sie stehen! Hören Sie nichts! Wow! Tja, ihr Verbrecher, war wohl nichts. Könnten Sie uns bitte helfen, Fräulein? Nein, ich arbeite für Herrn Inspektor Wiesinger. Oh nein, jetzt sitzen wir in Schwierigkeiten. Aber super von. Tja, das könnt ihr laut sagen. Um genau zu sein, sogar sehr laut. Nun seid ihr verhaftet. Aber wir sind nix, ihr seid. Ihr habt meine Polizeistation zerstört und nun Unruhe in einem Hotel angerichtet. Das gibt 20 Jahre lang Gefängnis. Komm schon, Leute. Hey, sieh da. Was? Das kommt sofort zurück. Bleib stehen. Was, Summe? Was geht da vor sich, Fuldi? Tja, André. Die Reisebürobesitzerin ist ein Mann. Der Inspektor ist da. Und die Telefonistin scheint Mitarbeiterin von Inspektor Glassinger zu sein, der neben ihnen steht. Also die Ereignisse haben sich gerade wirklich überschlagen. Kommen Sie zurück, das will ich auch sagen. Ja, kommen Sie wieder zurück, Sie unruhe Stifter. Ja, kommen Sie zurück. Schnell da entlang. Ja, was geht denn da vor? Sie und passen Sie bitte ein bisschen auf. Ja, aber wo fahren Sie denn? Jetzt bin ich komplett wir geworden. Schnell, steigt ein! Starte! Gut, Leute, wo soll ich jetzt hinfahren? Zum Landwirtschaftsbesitzer. Gut. Wir müssen nämlich noch den Vertrag abschließen. Sonst verliere ich meinen Job. Seid ihr ganz sicher, dass ihr das tun wollt? Es hat fast nichts geklappt, was wir wollten. Und so wie wir es wollten, schon gar nicht. Wir wollen, dass es wenigstens das klappt. Tja. Ich so den nach
Ich auch. Schön. Und so. Und ich auch. Ich auch natürlich. Wir müssen aber leider zu Fuß. Ach, ist ja nicht so schlimm. Los geht's. Müssen wir ihm laufen. So weit ist das nicht. Sie wollen nur zum Landwirtschaftsbesitzer. Ja, dann müssen wir ihn. Da bist du ja endlich, Liebling. Ja, ich habe es endlich hierher. Komm schon. Wir steigen ins neue Auto. Ja, wow, ist ja eigentlich ein cooles Auto. Ja, vor allem habe ich es gestohlen. Halt! Mein Wagen! Weg hier! Natürlich ist das! Die zwei Vögel holen wir uns! Ja. Okay, ich warte hier auf den Landwirtschaftsbesitzer. So, so. Bitte geben Sie mir Ihre Reifen her. Erlauben Sie? Entschuldigung, nicht übel nehmen, ja? Aber wir erlauben jetzt gar nichts mehr. Halt! Umdrehen bitte da. Ja. Sie sind verhaftet. Werden die da? Ja. Halt alle. Dazu möchte ich Ihnen noch etwas sagen. Denkst du? Denn wenn sie die einliefern, werden sie ihr Polizeipräsident. Wollen sie das? Oh. Angebot. Sie bleiben frei, weil sie mir geholfen haben, diese Verbrecher zu fassen. So, kommen Sie jetzt mal bitte mit. Und Sie auch. Na gut, auf Wiedersehen. Ihnen haben wir noch eine Rechnung offen. Halt, halt, halt. Pizza-Helfer, ist der Landwirtschaftsbesitzer immer noch nicht da? Leider nein. Er wird nicht mehr kommen. Oh nein! Fuck nochmal! Wir haben ihn verpasst! Wen habt ihr verpasst? Der Landwirtschaftsbesitzer! Ich glaube, ich träume! Was ist das bitte für ein Glück heute? Ich möchte bitte einen Vertrag mit Ihnen abschließen. Mit dem Reisebüro Weitsehen. Okay. Wie lange soll der Vertrag andauern? 20 Jahre, würde ich sagen. Tja, da müssen wir eben erst in 20 Jahren das ganze Theater wiederholen. Vielleicht ja wirklich. Ich bin mir sogar sehr sicher, dass wir das wirklich müssen. In 20 Jahren das ganze Theater wiederholt. Nein, danke. Dieses Theater brauche ich nie wieder. Ja, ich ehrlich gesagt auch nicht. Schon das mit der Kellerbar war mir zu viel. Und schon das am Anfang war mir zu viel, als wir hergekommen sind. Und nun ist es mir viel zu viel geworden. Ich habe jetzt echt keine Lust mehr. Ich auch nicht. Aber so war von keine Lust mehr. Tja. Halt! Was machen Sie da? Wir haben gerade den Vertrag abgeschlossen mit Ihnen, Chef. Ich meine mit dem Landwirtschaftsbesitzer. Dann ist ja wieder alles gut. Sie mussten nur den Vertrag abschließen. Und Sie wollten, dass Sie einen Vertrag mit Ihrem Hotel abschließen. Ja, das
Das tut mir leid, das war ein Fehler. Und ich verzeihe übrigens auch Ihnen, dass Sie keine andere Wahl hatten, als sich als Frau zu verkleiden, denn Ihnen ist ja alles verloren gegangen. Ja, leider. Moment! Wo ist es denn verloren gegangen? Ich könnte suchen. Es ist auf der Weizenstraße verloren gegangen. In der Nähe der Polizeistation. Weizenstraße? Genau zwischen München und hier? Ja. Ist es vielleicht das da? Aber das ist doch... Nein. Das sind deine Klamotten. Besser kannst du doch nicht mehr laufen, hä? Ja, es ist wieder alles gut. Yay! Mann, das war mal vielleicht ein Happy End. Es hat tatsächlich gut geendet, nicht wahr? Ja, ja, das hat es. Besser kann das Ende eines Tages nicht laufen. Du hast doch mit der Kellerbar gut überstanden. Wir haben wieder alles gut bei meinem Chef und beim Hotelbesitzer. Und wir haben den Test als Hilfe gehabt, der seinen Bus nun vollständig repariert hat. Und dann haben wir auch noch meinen Wagen wieder. Sagen Sie mal, haben Sie immer noch Interesse, einen Vertrag mit dem Hotel abzuschließen? Wieso? Weil ich das gerne tun würde. Ich würde bestes Hotel der Welt beim Vertragsschluss eingeben. Abgemacht! Also, wie lange soll der Vertrag andauern? 20 Jahre. Dann gibt es in 20 Jahren ein neues Theater mit dem Hotel und mit der Landwirtschaft. Naja, immerhin 20 Jahre. Die vergehen aber schnell. Und wenn schon, dann sind wir froh, wenn wir es hinter uns haben. So wie das jetzt. Komm, wir gehen wieder zu meinem Wagen. Ja. Auf Wiedersehen. Der Tag hat nicht besonders gut angefangen. Alles war mit Fehlern und Bangen. Doch nun ist alles wieder komplett. Ich hab das zweimal gesagt, aber das ist nicht so flat. Das war heute ein Tag, wie ich ihn mag. Und darum möchte ich ihn nochmal erleben. Das war heute ein Tag, wie ich ihn nur noch mag. Ich hoffe, bald kommt wieder so ein Tag. Ich habe es schon überlegt, wie wird das Ende wohl gehen. Nun weiß ich, es ist gut ausgegangen. Und es war wirklich nicht schlecht. Ich muss jetzt mal sagen, das war richtig toll. Das Ende, das war nicht sehr schlecht. Ich sage es ganz ehrlich, das Ende, das war nicht schlecht, es war ganz toll. Der Hotelbesitzer hat es wieder geschafft. Hat alles wieder auf. Oder danke für den Vertrag, aber immer gerne. Wir sind wie Kumpels, Freunde. Ja, und Kollegen noch dazu. Aber wir sagen trotzdem noch Sie, klar? Ja, einverstanden. Und der da drüben hat offenbar noch etwas zu erledigen gehabt. November war das schon das Ende und es hat mich sehr gefunden. Und nun übernimmt er den Song vom Ende.
Die Leute sind verrückt und sie sind abgestürzt. Ich kann nur das sagen. Oft geht's uns an den Kragen. Doch einmal, da möchte ich auch mitteilen, dass es so geht mit diesen Teilen. Und es wird immer irgendwelche Klugen geben. Und wird die Erde vor Dummheit beben. Doch die Klugen, die gibt es immer noch. Es wird immer die Klugen geben. Auch wenn es noch so wenig sind. Auch wenn es nur 20 Leute sind. Es wird immer die Klugen geben. Und es ist nicht immer der erste Eindruck, der zählt. So hat man es heute erlebt. Diese beiden da drüben, die haben zuerst Feindschaft gehabt, doch nun sind sie die beste Freunde. Und es war ein gutes Ende. Betrüger sitzen hinter Gitter. Man kann sie von hier aus sogar im Gefängnis sehen. Das ist ja sowas von unfair. Ja. Ja, das ist es. Du hast es so weit gebracht, hast einen Wagen gestohlen und dann ich verhau dich, weil du versaut hast. Naja, das ist nicht deine Schuld. Ach, deine aber auch nicht. Und nun geh mit mir dahin, wo die Sonne weit steht, wo ein Leben zu Ende geht. Nimm das Wasser, den Vertrag aufrechterhalten. Sagen Sie mal, dürfte ich auch einen Vertrag mit Ihrem Hotel abschließen? Natürlich doch. Wie lange soll er andauern? 20 Jahre. Alle 20 Jahre heute. Kein Problem mehr. Das gibt noch einmal dieses Gebot. Stehen bleiben, halt! Da wird was gesprengt! Mist, jetzt haben wir schon wieder keine Kleider und keinen Wagen. Diesmal ich aber auch keine Kleider. Ja. Diesmal haben wir eben größtes. Hallo! 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 Jetzt fängt die ganze Show für mich schon wieder von vorne an und für dich das erste Mal. Denn es war ein Happy End. Das war heute ein Tag, wie ich ihn gern mag und wie er mir super gefällt.